Was ist Glaube? Das ist heute das Thema. Und ich fand die Frage richtig gut, wo ich sie mir jetzt erstmal selbst gestellt habe, als ich das Predigtthema gehört habe. Denn was ist Glaube in unserer jetzigen Situation, in unserer jetzigen Zeit? In vielen Gesprächen auf der Arbeit oder mit Freunden, Bekannten ist ja Glaube oft, du gehst zur Kirche, es gibt Teenstunden, Jugendstunden, sonstige Veranstaltungen. Und auf einmal ist das ja alles unter unseren Füßen weggerissen. Von außen ist ja das, was sonst als Glaube wahrgenommen wird, auf einmal erstmal nicht mehr da. Also ist Glaube ja viel mehr, weil wir glauben ja nicht nur daran, dass wir uns regelmäßig in diesen Räumlichkeiten wiederfinden und uns zusammenkommen. Und was Glaube ist und was Glaube ausmacht, darum soll es heute in der Predigt gehen. Und dazu gibt es einen Predigttext, den wir uns heute anschauen. Der steht in Hebräer 11, die Verse 1 bis 10 lese ich jetzt vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn Glaube? Erst ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit ein Zeugnis aus, dass er von ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Dennoch, bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er ihn belohnt. Die, die aufrichtig nach ihm suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund war sein Glaube. Noah nahm die göttlichen Warnungen ernst, obwohl von dem angedrohten Urteil und Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nicht weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass wir unter Gottes Wort hier Gemeinschaft miteinander haben. Und die Frage, was ist Glaube? Einige denken, naja, das ist ja eine einfache Frage. Es gibt einfache Antworten. Andere finden die Frage oder beziehungsweise die Antwort sehr schwer. Es kommt ja schon mal vor, dass wir gefragt werden, was glaubst du eigentlich? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man dann schon mal in Erklärungsnot kommt. Und dann freut man sich immer, wenn man so ein paar Stories hat, die man erzählen kann, so ein paar Erfolgsgeschichten und sagen, guck, ich habe einen ganz, ganz tollen Glauben und Gott ist ein lebendiger Gott und so weiter. Was ist eigentlich Glaube? Erlebnisglaube oder Hoffnungsglaube?
Wir haben den Text gehört. Ich werde über die ersten drei Verse im Wesentlichen predigen. Und ich lese den ersten Vers nochmal vor. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Luther übersetzt, und vielleicht ist das einigen geläufiger, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, wir wollen eigentlich lieber etwas sehen. Das ist immer schön, wenn man was sehen kann, wenn man was erlebt oder auch Zusammenhänge versteht, den Glauben erklären kann. Das Warten auf Gott, auf Gebetserhörungen, das Hoffen, das Vertrauen, das fällt uns eher schwer. Und es ist natürlich auch schön, wenn man so Erfahrungen mit Gott machen kann und sogar Wunder erlebt. Ich würde sagen, dann ist es wirklich leicht, Gott zu vertrauen. Und eigentlich möchten wir einen Glauben, der sich schon hier und jetzt auszahlt. Also sichtbarer Erfolg, greifbarer Segen, Beweise eines lebendigen Glaubens. Und wenn unser Leben dann auch noch so toll funktioniert, dass wir uns sicher fühlen, Wohlstand, Gesundheit, gelingende Beziehungen und so weiter, also so insgesamt ein gutes Lebensgefühl, Lebensqualität, dann denken wir, naja, guck, das ist das Ergebnis eines gesunden oder guten Glaubens oder starken Glaubens. Ich würde sagen, wenn du das so erleben darfst, all diese Dinge, dann ist das natürlich ein großer Segen und viel Grund zum Danken. Aber wir dürfen nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen. Es ist nicht die Folge oder gar Verdienst eines richtigen oder starken Glaubens. Und es hat wenig mit dem Glauben zu tun, von dem der Hebräerbriefschreiber hier spricht. Ich möchte über einen Aspekt des Glaubens sprechen, der für die Empfänger des Hebräerbriefs ganz entscheidend war. Und ich fasse das gleich am Anfang schon mal zusammen. Das Festhalten an seinem Wort und das feste Vertrauen auf die Erfüllung seiner Verheißungen, trotz sehr schweren, schwierigen, ja zum Teil unerträglichen Lebensumständen. Ich habe 5 Punkte dazu. Ich habe eine Beobachtung gemacht, als ich mal so den ganzen Kontext gelesen habe und an wen sich der Brief eigentlich richtet. Und das ist mein erster Punkt, der lautet, der Zweifel macht vor niemandem Halt. Und er macht auch vor dir nicht Halt. Die Adressaten des Hebräerbriefs waren Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren und die mussten gleich einen hohen Preis dafür bezahlen. Also nicht, komm zu Jesus und alles wird gut. Eigentlich war es das Gegenteil. Der Hebräerbriefschreiber erinnert sie und sagt, ihr hattet unglaublich viel zu leiden und zu kämpfen. Und wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Sie wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft, misshandelt. Einige wurden ins Gefängnis geworfen und man hat ihnen ihren Besitz weggenommen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wisst ihr noch, ihr habt das alles damals mit Freude ertragen, weil ihr wusstet, dass ihr etwas viel Besseres und Wertvolleres besitzt, was euch niemand nehmen kann. Jetzt denken wir, wer so viel mit Gott erlebt hat, also Verfolgung erlebt hat und standhaft geblieben ist, also der ist stark im Glauben, der hält alles aus. Aber dem war nicht so. Obwohl sie schon so viel erlebt hatten, wurde es dann wieder so schwer, dass sie kurz davor waren, ihren Glauben aufzugeben und zurück in ihr altes Leben zu gehen. Der Zweifel macht vor niemandem Halt. Es kann sein, dass du schon lange mit Jesus unterwegs bist und auch schon viel mit ihm erlebt hast und das auch erzählen kannst, und dann erwischt es dich doch. Vielleicht schleichend oder ganz plötzlich so eine Sache, die dich aus der Bahn wirft. Und du hast das Gefühl, es ist unglaublich schwer geworden zu glauben. Es fällt mir schwer, Gott zu vertrauen, weil ich das, was ich erlebe, nicht mit meinem Bild von Gott zusammenbringe. Und du stehst vielleicht in der Versuchung, zurück in dein altes Leben zu gehen. Wisst ihr, wir haben diese Leute unter uns. Und manchmal gehören wir selber dazu. Und ich finde es so wichtig, dass wir in der Gemeinde eine Atmosphäre haben, wo man offen über Glaubenszweifel reden darf. Pastor Diesel, der früher in der FEG Bonn
Pastor war, hat einmal gesagt, die Christen sind die einzigen, die ihre Verwundeten erschießen. Also keiner traut sich, seine Zweifel auszusprechen, weil hier sind ja alles Leute, die so einen starken Glauben haben und ihre Geschichten erzählen. Ich finde das so wichtig, dass wir, selbst wenn es dir jetzt gut geht, wenn du keine Zweifel hast und voller Vertrauen bist, super, Halleluja, aber dann sitzt jemand neben dir, der Ermutigung braucht, der mit Zweifel zu kämpfen hat oder vielleicht mit Sünde zu kämpfen hat. Machen wir uns nichts vor. Der Zweifel macht vor niemandem Halt. Wir brauchen diese gegenseitige Ermutigung. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten, die für uns beten, die vielleicht auch gute Argumente haben, obwohl es oft kein intellektuelles Problem ist. Es ist oft ein Problem der Umstände, der Biografie oder wie auch immer. Es ist so wichtig, dass wir uns da öffnen an dieser Stelle. Was hilft, sind Vorbilder, die da durchgegangen sind und die trotz Schwierigkeiten am Glauben festgehalten haben. Und das ist hier Hebräer 11. Und wir brauchen diese Menschen heute auch hier unter uns, die ehrlich sind, die erzählen, wie Gott sie da durchgetragen hat, durch ihren Zweifel und vielleicht auch sind sie an sich selber gescheitert, das kennen wir ja auch, dass wir einfach keinen Sieg erleben, dass wir Sünde in unserem Leben haben, wo wir nicht mit fertig werden und wir denken, ach, es funktioniert einfach nicht und ich stehe auf der Stelle, ich komme einfach nicht weiter. Ich erinnere mich an einen älteren Bruder, der noch im hohen Alter erzählt hat, wie stark die sexuelle Versuchung in seinem Leben war und dass er so manches Mal gefallen ist und dass er damit überhaupt nicht umgehen konnte und wie Gott ihn da getragen hat und ihn dann auch befreit hat. Und ich fand das so stark, dass das von einem älteren Menschen kam, dass er das so bekannt hat und uns jungen Leute unglaublich ermutigt hat an dieser Stelle. Der Weg aus dem Zweifel, und das ist im Grunde genommen das ganze Thema des Hebräerbriefs, oder aus der Krise heraus, führt uns immer in eine neue Begegnung mit Jesus. Ein neues Verständnis dafür, wer Jesus ist, wie groß seine Gnade ist und wer Jesus für mich persönlich ist. Und es fängt immer wieder beim Kreuz an. Das kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich dann immer wieder unter das Kreuz begebe und daran denke, was Jesus da für mich getan hat und dass mir das hier und jetzt, heute gilt, genauso wie damals. Und dass ich wieder neu dankbar werde für die Vergebung meiner Schuld und wieder neu erkenne, wer er ist. Auch in meinem Zweifel kann das der Weg sein und mich auch seiner Herrschaft wieder unterstelle und konkret Schritte tun. Aber oft geht es auch nicht so schnell, sondern es ist auch manchmal ein Prozess und es braucht Zeit. Ich weiß noch, wie mich Zweifel zum ersten Mal so kalt erwischt hat, weil ich komme so aus einem christlichen Elternhaus, ich habe nie Zweifel gekannt, bis ich 30 Jahre alt war und bin mit 14 Jahren zum Glauben gekommen. Mit 30 war ich schon als Evangelist unterwegs. Damals, 1994, sank die Estonia in der Ostsee. Das war das größte Schiffsunglück in der europäischen Nachkriegszeit. Über 800 Menschen kamen auf dieser Fähre dann, die sank ums Leben. Das war für mich so furchtbar. Ich habe mich damit damals näher beschäftigt und ich konnte nicht verstehen, wie Gott das zulässt und diese Schicksale. Und plötzlich hatte sich dieser Gedanke in mir verpflanzt, was ist, wenn das mit Gott alles gar nicht stimmt? Ich kannte das vorher nicht und deswegen war das so bedrohlich für mich, weil ich vorher keinen Zweifel kannte. Plötzlich habe ich an Gott gezweifelt, aber ich war immer noch als Evangelist unterwegs. Ich konnte das nicht so offen zugeben. Das war total schwierig. Und dann weiß ich noch, wie ich in Süddeutschland war und eine ältere Frau auf der Bühne stand während einer Evangelisation und erzählte, wie viel Leid sie in ihrem Leben erfahren hat, wie sie ihren Sohn verloren hat, ihren Mann und so weiter. Und diese Frau stand da voller Freude und Zuversicht und erzählte, wie Jesus sie da durchgetragen hat. Und dieses ganze Zeugnis war ein Lobgesang auf Jesus. Und das hat mich damals so ermutigt und hat mir so geholfen in meinem Zweifel. Und das ist das Thema des Hebräerbriefes. Darum geht es. Der Hebräerbriefschreiber führt ihnen Jesus vor Augen, wer Jesus eigentlich ist, seine Einzigartigkeit, seine unglaubliche Liebe, seine Vollkommenheit, seine Erhabenheit, die Schönheit von Jesus. Und er sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, haltet daran fest. Der Zweifel macht von niemandem Halt. Mir ist noch etwas aufgefallen, das ist der zweite Gedanke, Gott schreibt unsere Geschichte. Also wenn man jetzt das ganze Kapitel liest, Kapitel 11, Gott schreibt unsere Geschichte.
Ich habe mir überlegt, diese Glaubenshelden, die da beschrieben werden, die haben sich bestimmt alle ihr Leben anders vorgestellt. Also wenn sie selbst irgendwie ihr Leben in die Richtung hätten lenken können, die sie sich gewünscht haben oder vorgestellt haben. Sie hätten alle ihre Geschichte anders geschrieben, wenn sie gekonnt hätten. Abraham zum Beispiel war kein leidenschaftlicher Camper. Ja, da stand nicht hinten auf dem Kamel, I love camping und ich bin unterwegs, sondern er hat sich das nicht ausgesucht, ein Leben lang in Zelten zu wohnen, ein Fremder zu sein, nie anzukommen, nie wirklich etwas zu besitzen. Wäre er zu Hause geblieben, hätte er es richtig bequem haben können. Aber er gehorchte Gott und machte sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Ich bin überzeugt, dass auch Noah sich das Leben anders vorgestellt hat. Noah hat vielleicht als Junge gesagt, ach, ich würde mal gerne was mit Holz machen. Aber wenn er gewusst hätte, dass er 120 Jahre lang an der Arche baut und es war trocken, es hat bis die Sintflut kam nicht einen Tropfen geregnet und er musste den Spott der Leute ertragen. Unglaublich. Er hat sich das anders vorgestellt. Und dann wird in Hebräer 11 berichtet von diesen Helden des Glaubens. Viele haben in der Kraft Gottes große Wunder getan. Also die haben Königreiche bezwungen, Löwen das Maul zugehalten. Sie blieben mitten im Feuer unverzehrt. Sie haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Und sie haben die Erfüllung der Zusagen Gottes erlebt. Das wird uns hier alles berichtet. Aber andere sind gefoltert worden, ausgepeitscht. Manche wurden ins Gefängnis geworfen, gesteinigt, zersägt, mit dem Schwert hingerichtet. Auch das steht in Hebräer 11. Aber alle hatten denselben Glauben. Alle blieben treu bis in den Tod. Also dasselbe Vertrauen, nur mit unterschiedlichem Ausgang. Das ist doch nicht zu verstehen, oder? Nur Gott weiß, warum. Und deshalb dürfen wir uns nicht vergleichen. Wir können uns nicht vergleichen. Wir sagen, oh, guck mal, was der durchlebt und ja, warum geht es dem so gut, warum geht es dem so schlecht und hat der einen starken Glauben und der hat vielleicht keinen starken Glauben. Wir können uns nicht vergleichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde natürlich auch lieber Heere in die Flucht schlagen und Löwen das Maul zu halten und für Recht und Gerechtigkeit sorgen und so weiter, als gesteinigt oder zersägt oder mit dem Schwert hingerichtet zu werden. Aber es scheint nicht so wichtig zu sein. Gott schreibt unsere Geschichte. Wir schreiben unsere Geschichte nicht selbst. Wir bilden uns das manchmal ein, weil wir so viel Freiheit haben. Wir haben so viel Freiheit heute wie keine Generation vor uns. Und wir leben in einem Teil der Welt, wo wir so viel Freiheit haben wie in keinem anderen Teil der Welt. Und wir denken manchmal, wir sind verantwortlich für unsere Geschichte. Natürlich hat Gott uns viel Freiheit anvertraut und Gestaltungsmöglichkeiten gegeben, unser Leben zu gestalten. Ja, das stimmt. Aber wir merken doch letztendlich, dass er dahinter steht und dass er unsere Geschichte schreibt. Manche denken, naja, Gott muss doch alles tun, damit es mir gut geht. Und einige glauben sogar, wenn ich nur richtig glaube, dann bräuchte ich nicht krank zu sein. Dann müsste es mir nicht so schlecht gehen, dann hätte ich genug Geld und so weiter. Mir fiel da so ein Gebet eines amerikanischen Schriftstellers ein, das ist ironisch gemeint, Wilbur Ries. Er schreibt, ich hätte gern für $3 Gott. Bitte nicht so viel, dass er meine Seele angreift oder meinen Schlaf stört. Aber gerade so viel, wie es einer Tasse heißen Kaffee oder einem Nickerchen in der Sonne gleichkommt. Ich möchte nicht so viel von ihm, dass ich einen Schwarzen lieben oder mit einem Auswanderer Rüben ernten muss. Ich möchte Begeisterung, nicht Änderung. Ich möchte die Wärme des Mutterleibes, nicht die Wiedergeburt. Ich möchte einen Pfund Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gern für $3 Gott. Das ist so unsere Vorstellung, was Gott vielleicht in unserem Leben tun soll oder tun muss. Und dann kommen wir in die Krise, weil wir die Dinge ganz anders erleben und wir merken, dass wir Gott irgendwie benutzt haben, dass es ein egoistischer Glaube ist. Und wenn es dann nicht so funktioniert, dann denken wir, Gott hat uns nicht mehr lieb. Wo ist Gott eigentlich? Ich erfahre ihn nicht, ich erlebe ihn nicht.
Leg dein Leben in Gottes Hand. Mach das Beste daraus, aber lass ihn deine Geschichte schreiben. Der dritte Punkt, der Glaube macht Erfahrungen, aber er lebt nicht von Erfahrungen. Das ist ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Noah zum Beispiel hätte man etwas mehr Erfahrung gewünscht, ganz ehrlich. Wie hätte ihn das ermutigt, wenn Gott es zwischendurch mal hätte regnen lassen, so jedes Jahr einmal vielleicht, dann hätten die Leute doch es für möglich gehalten, dass irgendwann dieser große Kasten da für irgendetwas Sinn macht. Es blieb trocken, 120 Jahre lang. Man könnte sagen, Noah hat nichts erlebt. Er hat das einfach gemacht, weil Gott es ihm gesagt hat, trotz diesem Widerstand, diese lange Zeit. Ich spreche gern über meinen Glauben und auch über die Wunder, die ich schon erlebt habe, die vielen Gebetserhörungen. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon viel mit Jesus erlebt, könnt wahrscheinlich viel erzählen. Und es ist auch so, der Glaube macht Erfahrungen. Gott schenkt uns diese Highlights. Und so Gott will, werden wir auch noch viele Erfahrungen mit ihm machen. Und ich würde auch ehrlich gesagt genau hinschauen, wenn jemand sagt, er erlebt nichts. Also ne, ich glaube an Jesus, aber ich erlebe gar nichts. Dann würde ich auch immer ein paar Rückfragen stellen und sagen, Mensch, woran liegt das eigentlich? Weil es eigentlich dazugehört, dass wir auch in unserem Glauben Erfahrungen machen. Aber wir dürfen unseren Glauben nicht daran festmachen. Unser Glaube macht Erfahrungen, aber er gründet sich nicht auf Erfahrungen. Denn es kommen die Zeiten, da bleiben die Wunder aus. Ein geliebter Mensch wird nicht geheilt und stirbt. Es passieren schreckliche Dinge und Gott schweigt. Ich habe einen Freund, dessen Frau hat mit Depressionen zu kämpfen und es wird eigentlich, wir beten so viel dafür und es wird eigentlich schlimmer und es wird nicht besser. Es ist nicht zu verstehen, es beten so viele Leute, aber es ändert sich nichts. Ihr kennt alle die Beispiele. Wir könnten hier viele anführen. Der Glaube, der auf Erfahrung gründet, führt uns aufs Glatteis. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Vertrauen gelernt haben, das auch dann standhält, wenn die Erfahrung ausbleibt. Unser Glaube gründet sich auf das, was wirklich geschehen ist. Also ist ja jetzt die Frage, worauf gründet sich dann unser Glaube? Er gründet sich auf das, was wirklich geschehen ist, auf historische Fakten, auch wenn wir die in vielen Fällen nicht zweifelsfrei überprüfen können. Stellen wir uns vor, der unsichtbare, für uns unsichtbare Gott hat in weiten Teilen ein unsichtbares Universum geschaffen. Wir haben da ja nur so einen ganz kleinen Ausschnitt und wir waren nicht dabei. Wir können eigentlich nichts darüber sagen. Auch Abraham und Noah und Mose und all die anderen, die waren nicht dabei. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Wir waren auch bei der Auferstehung nicht dabei. Und doch ist es geschehen. Unser Glaube wäre vergeblich und sinnlos. Paulus sagt, wir wären die bemitleidenswertesten Menschen auf der ganzen Welt, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Und doch waren wir nicht dabei. Wir können darüber keine Aussage treffen. Gott hat damals zu den Menschen gesprochen und sie haben geglaubt. Jesus sagt zu Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Es gab damals viele Menschen, die Jesus gesehen haben und gar nicht an ihn geglaubt haben, obwohl sie ihn gesehen haben, sogar den Auferstandenen. Und es gibt heute viele Millionen Menschen, die glauben, obwohl sie Jesus nie persönlich gesehen haben. Und Petrus schreibt das auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Mein persönlicher Glaube beruht darauf, dass Jesus in mein Leben getreten ist, dass er zu mir gesprochen hat. Da haben manche für mich gebetet. Ich kenne die Hintergründe nicht. Aber Jesus ist in mein Leben getreten. Er hat sich mir offenbart. Und das ist eine unglaubliche Gnade, ein unglaubliches Geschenk, dass ich mein Vertrauen auf Jesus gesetzt habe. Den Geist Gottes empfangen habe. Der Geist Gottes gibt meinem Geist die Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin. Dass meine Sünden vergeben sind. Dass ich ewiges Leben habe. Das ist keine Leistung.
das hat Gott in meinem Leben getan und diese Gewissheit schenkt er mir. Und so ist Gott in dein Leben getreten und hat sich dir offenbart und sich dir gezeigt. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jetzt möchte er, dass du ihm und seinem Wort vertraust, auch wenn du vieles nicht verstehst und vieles nicht sehen kannst und auch nicht gesehen hast. Ich habe eine Geschichte, die ich oft in der Evangelisation erzähle, die hier aber sehr gut hinpasst, von einem kleinen Jungen, das liegt schon einige Jahre zurück in unserer Nachbarschaft, der kam mal zu mir und erzählte mir voller Überzeugung, dass er von seinem Papa zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt bekommt. Und der strahlte über das ganze Gesicht, als ob er es schon besitzen würde. Und das war im Sommer, also das dauerte noch ein halbes Jahr, der musste noch echt lange warten, aber er erzählte das so, als ob er es besitzen würde, also es schien für ihn überhaupt keine Rolle zu spielen. Der Papa hat das gesagt und dann kriege ich das Fahrrad, ist doch klar. Ja, der Papa hat mich noch nie belogen. Ja, da kann ich mich drauf verlassen. Und für mich ist das die Auslegung von diesem Vers, von Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also der Glaube vertraut den Zusagen Gottes, ungeachtet der Lebensumstände. Das ist biblischer Glaube. Du vertraust den Zusagen Gottes, du vertraust seinem Wort, ungeachtet der Lebensumstände. Die mögen sehr schwer sein. Paulus sagt, wir hoffen auf das ewige Leben, das Gott uns vor allen Zeiten zugesagt hat und Gott lügt nicht. Also hier wird deutlich, was die Bibel meint, wenn sie von Hoffnung spricht. Manche Erfüllung steht noch aus, die des ewigen Lebens definitiv. Gott hat es uns zugesagt, er hat es uns geschenkt, aber es ist noch nicht greifbar für uns. Aber Gott ist treu, er hat noch nie sein Wort gebrochen. Und ich finde es hier ganz bezeichnend, das, was uns heute vielleicht so ein bisschen fehlt, weil wir so unglaublich diesseits orientiert sind, dass wir uns auf die Ewigkeit freuen. Hier steht in Vers 13, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Und das ist auch, was Petrus schreibt, was ich eben gelesen habe. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Im Hebräerbrief spricht es über die alttestamentlich Gläubigen, diese Glaubenshelden, die ja Jesus gar nicht persönlich kennengelernt haben. Und auch hier, Petrus spricht über Leute, die, da war Jesus dann schon zum Himmel gefahren. Also die haben Jesus auch nicht, die meisten haben ihn nicht persönlich gesehen. Und das Spannende ist, dass diese alttestamentlichen Zeugen das schon gesehen haben. Also die glaubten an die Auferstehung und die haben sich damals schon wie Bolle darauf gefreut, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, obwohl sie es Zeit ihres Lebens nicht erfahren haben. Und wir, die wir Jesus haben, die wir Jesus persönlich kennen und die wir den Heiligen Geist haben, sollten wir uns nicht viel mehr freuen auf die Auferstehung, auf den Himmel. Meine Mutter ist mir da so ein Vorbild, die ist mit 85 heimgegangen vor 5 Jahren. Da denkt man, bei alten Leuten ist das normal, das ist aber auch bei alten Leuten nicht normal. Selbst bei Christen ist es nicht normal. Aber die hat sich auch wie Bolle gefreut auf Jesus, ihm zu begegnen. Die hat im letzten Jahr noch ziemlich gelitten, aber die hat immer wieder darüber gesprochen. Ich freue mich, wenn ich Jesus sehe. Ich freue mich, wenn ich Jesus sehe. Wir haben dir schon gesagt, jetzt ist ja gut, du bist ja jetzt erst nochmal hier. Ja? So, also nach dem Motto, ne? das war aber keine Weltflucht bei ihr, sondern sie war vorbereitet. Und sie hat an ihn geglaubt und mit ihm gelebt und sie hat sich riesig gefreut. Und ich sage das auch zu den jungen Leuten ganz bewusst. Ich habe jetzt auch keine praktischen Tipps, wie ihr euch vielleicht mehr freuen könnt. Aber ich würde sagen, dieser Hoffnungsglaube, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, sollte auch bei uns dazu führen, dass wir uns auf das Eigentliche freuen. Nämlich einmal Jesus zu begegnen, ewig bei ihm zu sein. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir. Ein letzter Punkt. Biblischer Glaube ist ein Dennoch-Glaube. Ich habe mit meinem Freund gesprochen, mit dem ich öfter mich mal treffe, spazieren gehe und bete. Und neben den Schwierigkeiten, die er so zu Hause hat, gesundheitlich mit seiner Frau und auch mit
ja, überhaupt familiär. Er hat auch noch berufliche Schwierigkeiten sind dazugekommen und so weiter. Hat auch gesundheitliche Probleme bekommen. Und er sagte dann zu mir, du, ich bin jetzt an einem Punkt, also ne, er ist wirklich, also er hält das nicht mehr aus. Er sagt, ich bin an einem Punkt, wo ich so langsam mal zu Gott sage, Herr, jetzt reicht es. Es wird Zeit, dass du mir mal einen Beweis deiner Liebe lieferst. Und dann sagte ich zu ihm, naja, du kannst aber auch beten, ne, lässt sich immer gut, kann immer gut, wenn es einem gut geht, ne, kann man immer gute Ratschläge geben. Und vielleicht war das auch so in dem Fall. Ich sagte zu ihm, du kannst beten, Herr, wenn ich dich momentan auch nicht verstehe und erlebe, dann möchte ich dir sagen, dass ich dir dennoch völlig vertraue, egal was passiert. Und ich warte, bis deine Zeit gekommen ist. Und dann sagte er, ja, das Erste könnte er beten, also ich vertraue dir völlig, egal was passiert, aber ich warte, bis deine Zeit gekommen ist, das kann ich nicht beten, weil er hatte keine Kraft mehr. Ich denke, wie betet man, wenn es einem richtig schlecht geht? Wie betet man richtig? Gibt es da überhaupt ein richtiges Gebet? Ich denke, beides ist richtig, dieses Vertrauen zum Ausdruck zu bringen, ungeachtet meiner Lebensumstände will ich dir vertrauen. Und trotzdem auch dieses mutige, herausfordernde Beten, dieses Klagen. Und ich musste an das Beispiel denken, der Hebräerbrief spricht auch darüber, einige blieben im Feuer unversehrt, die drei Freunde von Daniel. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, sie sind im Feuerofen, und sie sagen dann zu Nebukadnezar, also sie waren da drin, weil sie das goldene Standbild des Nebukadnezars nicht angebetet haben. Und sie sagen, selbst wenn, also Gott kann uns hier retten, das ist für ihn überhaupt kein Problem. Er kann uns hier rausholen, er kann uns von deiner Hand retten. Aber wenn er das nicht tut, dann werden wir noch lange nicht dein Standbild anbeten. Dann werden wir trotzdem treu sein. Wir werden trotzdem zu unserem Gott stehen. Wenn Gott jetzt nicht eingreift, wenn Gott unsere Lebensumstände nicht ändert, dann vertrauen wir ihm trotzdem. Dann sehen wir uns im Himmel wieder. Gott macht keinen Fehler. Und so können wir vielleicht beten, Herr, ich möchte dir völlig vertrauen, egal was passiert, du wirst mich nicht los. Ich werde nicht aufhören, mein ganzes Leben auf diese eine Karte zu setzen, auf dich. Aber ich möchte dich trotzdem daran erinnern, dass ich sehr unzufrieden bin, dass es mir sehr schlecht geht und dass ich dringend deine Hilfe und deinen Trost brauche. Unser Glaube ist ein Dennoch-Glaube. Wir kennen das aus Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir, bei dir. Und da muss ich an meine Nichte denken, die ja mit 32 an Krebs gestorben ist, beziehungsweise die Nichte meiner Frau. Sie hat diesen Vers mit ins Hospiz genommen. Sie hatte so viele Leute, die sie besucht haben, die ihr mutmachende Bibelverse und irgendwelche Grußkarten, Sprüche, Liedtexte geschenkt haben. Sie hat die alle gesammelt an einer Wand in ihrem Haus. Und diesen einen Vers aus Psalm 73 hat sie dann mit ins Hospiz genommen. Es war, es war bewegend zu sehen, wie Gott sie vorbereitet hat, nach Hause zu gehen, obwohl es für die, die zurückgeblieben sind, ihre kleinen Kinder und ihr Mann natürlich und die Eltern und alle drumherum sehr schlimm war. Und ich möchte das lesen, weil das Gottes Wort ist, woran wir uns festhalten können, egal was passiert. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Selbst krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Ich fasse nochmal zusammen, der Zweifel macht vor niemandem Halt. Wundere dich nicht, wenn es dich erwischt. Geh offen und ehrlich damit um. Ich hoffe, du findest Leute in der Gemeinde, mit denen du reden und beten kannst. Das ist ganz wichtig. Gott schreibt deine Geschichte. Denk daran, lass Gott deine Geschichte schreiben. Er macht keinen Fehler. Unser Glaube macht Erfahrungen. Ich wünsche dir viele Erfahrungen,
aber er gründet sich nicht auf Erfahrungen. Er gründet sich auf die Zusagen des Wortes Gottes, dass er seine Verheißung hält und dass er vor allen Dingen treu bleibt. Er bleibt dir treu. Und das vierte ist, Glaube bedeutet Vertrauen trotz schwieriger Umstände. Und das fünfte, unser Glaube ist ein Dennoch-Glaube. Dennoch bleibe ich stets an dir. Amen. Ich möchte noch beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und du hast uns so viel zugesagt, zugesprochen und du möchtest, dass wir dir vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wir möchten dir das hier bekennen, wir möchten dir vertrauen und wir danken dir, dass du uns treu bleibst, selbst wenn wir untreu sind, selbst wenn wir zweifeln oder wenn Sünde in unserem Leben die Oberhand gewinnt. Danke, dass wir bei dir immer wieder neu beginnen dürfen und dass du auch die Zeit der Zweifel überblickst und auch da immer noch der Herr bist. Dafür danke ich dir und dass du uns die Hand reichst. Ich danke dir, dass wir so einen reichen Schatz haben. Bitte lass uns das immer sehen und verstehen, wer du bist, Jesus, und was du für uns getan hast. Danke noch einmal für dein Vorbild, für dein Wort, das du uns gegeben hast und dass wir uns daran festhalten können. Amen.